Ja, legen wir los. Greif mal klar ein Thema auf, was da Alex in einer Sendung einmal gehabt hat vor kurzem. Da hat er nämlich den Revit R1, glaube ich, hat er Carsten vorgestellt. Und es hat sich jetzt in den letzten Wochen immer ein bisschen mehr außerkristallisiert, dass dieses Ding irgendwie weird ist. Ich habe dem Alex einmal vor einigen Wochen mal einen Link zu einem GitHub-Repository geschickt, wo jemand einmal sich den kompletten Code von diesem Revit R1 einmal runtergeholt hat und schon einmal grundsätzlich herausgefunden hat, dass das Teil on-device sehr wenig Intelligenz hat, was zu erwarten war, und dass dieses Teil quasi auch nicht sonderlich sicher seine Anfragen, seine KI-Anfragen. Alexander, man sieht die nicht so gut in der Kamera. Okay. Wieder zurücksendet an irgendeinen Server. Andere, jetzt haben sich andere noch mehr mit dem Gerät beschäftigt und es stellt sich heraus, dass es im Endeffekt nur eine einzelne App ist, die eigentlich extrahierbar ist und auf jedem beliebigen Smartphone funktionieren könnte. Im Grunde ist es jetzt ein $300 teures Gadget. Oder $200, Entschuldigung. $200 teures Gadget, das nette, lustige Sachen machen kann. Aber es ist halt Aber überhaupt nicht ausgereift. Sagen wir es, nicht wie es ist. sinnvoll telefonieren kann. Es Telefonieren. ist eine Android-App, die eigentlich auf einem Android-Smartphone laufen könnte. Eigentlich hätten sie es als App präsentieren können. Haben sie jetzt da in dem mehr oder weniger von der Bedienung her doch sehr merkwürdigen Bedienkonzept in so ein merkwürdiges Gehäuse gepackt und um $200 verkauft. Nichts, was auch nicht mit einem Mid- oder Low-Budget-Android-Phone möglich gewesen wäre. Stellt sich halt die Frage, ja. Weißt du, was ich mir einfach denke? Das ist so, wenn sie das Gerät, wenn sie das wirklich vernünftig gemacht hätten und gesagt hätten, okay, das ist wirklich noch im, nennen wir es Alpha-Stadium, dass sie gesagt hätten, das ist ein Prototyp, der einfach, du kannst ihn kaufen wie ein Early Access, aber es ist einfach ein absoluter Prototyp. Im Dann Endeffekt wäre das. ist es ein Prototyp, ja. Dann wäre das ehrlich gewesen. Hätte wahrscheinlich auch den Hype nicht wirklich was abgetan. Aber es ist ja so, es sind ja, wenn du so die Testberichte davon anschaust, es sind ja viele Dinge relativ unlogisch gemacht. Zum Beispiel, du wärst ja gezwungen, dieses Scrollrad zu verwenden, anstatt im Touchscreen, der ja drinnen ist. Und so ein paar Sachen. Und ja, wie du auch gesagt hast, es kann da nicht wirklich viel. Und das ist halt so wie der Humane Pin oder wie das Zeug da immer heißt. Ja, es läuft so Das quasi in die ist gleiche Richtung. Das ist halt Barts, ja, unnötige so Gadgets. fassen wir es zusammen, nettes Spielzeug, das halt nicht wirklich marktreif ist. Und vor allem, dass dir dein Leben nicht leichter macht. Na eben, das ist es ja. Also das ist, Beworben es ist. wurden beide Sachen als etwas, was dir deinen Alltag erleichtert. Das Rabbit-Ding wäre insofern cool gewesen und auch der Bin wäre insofern cool gewesen, wenn es wirklich das halten könnte, was beworben wurde, sondern dass man wirklich rein mit Sprachbefehlen dem Ding sagen kann, und jetzt machst du mal da einen Kalendereintrag und wie weit würden das dauern, wenn ich da am Donnerstag in das Restaurant fahre zu essen und so weiter. Aber es ist ja doch alles noch komplett am Anfang und bei dem Teil ist es ja auch so, die Akkulaufzeit, das haltet kein Tag. Das ist der Sleep, Das stimmt ja. das Display ist im Prinzip, das OLED ist im Prinzip always on. Der Hase am Bildschirm macht eigentlich immer irgendwas. Es funkt die Ich ganze meine, Zeit. das muss sein, ich meine, eine positive Sache vorweg. Sie haben es ja ganz nett gemacht, wenn man sich das so anschaut, die Animationen und das ist ja alles super nett Ist ja gemacht. nett, Aber das können das ist amerikanische halt. Entwickler ja gut, die können ja etwas schön machen, aber es ist halt,
Schön machen ist es eine, das ist jetzt nicht nur amerikanische Entwickler, schön machen ist es eine, aber Funktionalität ist das andere. Das ist. Richtig, es kann halt im Verhältnis nichts. Ja, eben. Und für 200 Euro hast du quasi einen Smartphone-Prozessor mit einem Mini-Display und ein Android drauf, das du aber nicht wie ein komplettes funktionales Android nutzen kannst. Mit Also, einer App, die aber in sich dann doch wieder sehr eingeschränkt ist, weil sie ja fass ohnehin always on eine Internetverbindung braucht. man kann es eigentlich ganz simpel zusammenfassen. Wenn da, was kostet derzeit? Ich glaube, das günstigste Motorola Smartphone kostet 150 Euro. Na, unter, nein. Nein, ich meine, wo jetzt sagst, das ist halbwegs okay, da hast du jetzt so, wo sagst, das ist nicht kompletter Schrott. Ein Motorola E13 kostet momentan so um die 90 Euro. Okay. Sagen wir mal, zwischen 90 und 150 Ja. Euro kaufst du ein Smartphone. Dann hast du Google Lens über die Kamera, das funktioniert einwandfrei. Das heißt, du kannst alles scannen, was du siehst, und Google sagt dir, was das ist. Genau. Du hast in Google Assistant, mit dem kannst du Kalendereinträge machen, Ja. mit dem kannst du eigentlich alles machen. Und du kannst auch Spotify benutzen. Du kannst ja Routinen anlegen und du kannst da genauso sagen, hey, buch mal Uber. Genau. Du kannst da Das kostet. genauso deine If This Then That App installieren, Ja, genau. was ja Rabbit Aaron One ja im Endeffekt ja auch nicht wirklich was anderes macht als If This Then That Genau. im Hintergrund. Und du musst sagen, du kannst noch viel mehr mit einem Smartphone machen. Ich meine, klar, das schaut jetzt natürlich nicht so. Hat jetzt nicht die schöne Verpackung wie das Gerät, aber im Endeffekt, es ersetzt dein Smartphone nicht. Das war ja nebenbei auch noch ein Versprechen. Ja, eben nicht, ne? Wo man aber auch weiß, das ist immer unrealistisch. Das ist gleich, wenn da jemand erzählt, dein Smartwatch kann a Smartphone ersetzen. Das wird nicht gehen. Oder das Eine ist ein. Smartwatch ist eine Erweiterung, im besten Fall eine Erweiterung eines Smartphones. Richtig, Ja, das ist ungefähr immer. beziehungsweise ein Tracking-Device, aber das komplett einen anderen Verwendungszweck hat und das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Eine Smartwatch, eine Apple Watch hat nichts mit einem Smartphone zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Genau. Geräte. Ja. Ja. Genau, und das. Ja, ich war ja damals schon skeptisch und ich bin ja nicht überrascht, dass ich doch recht behalten habe. Also es ist das Juicero der Ja, KI. es ist ein Hype-Train. Die haben natürlich das marketingmäßig sehr gut gemacht. Die haben ordentlich den Hype-Train befeuert. Die Tester sind ja anfangs voll drauf abgefahren. Haben nachher im späteren Verlauf doch die einen oder anderen Sachen bemängelt. Und jetzt stellt sich's halt aus, es ist nur App. Ich meine, ich finde es halt immer, das ist halt da immer dieses kurzfristige Denken, weil jetzt muss man wahrscheinlich sagen, ist die Firma de facto gestorben. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, ob sie gestorben Naja, sind. ich meine. Es haben sich jetzt einige schon einmal ein bisschen Geld, die haben sich schon einmal gut dran bereichert, Naja, weil. aber jetzt, seien wir mal ehrlich, würdest du jetzt, wenn die sagen, sie bringen jetzt was Neues raus? Glaubst du denn normal was? Wie hat das Unternehmen geheißen? Wie haben die geheißen? Die hassen die nicht irgendwas mit Rabbit? Nee, Design, ist Ah, das nicht von die, na, Teenage Engineering hat damit nichts zu tun. Also die haben das nur designed. die haben das nur Ja, designt. Teenage Engineering hat damit überhaupt nichts am Hut. Was haben die dann designt? Die Kiste da. Das Gehäuse. Das Gehäuse, genau. Ach so, Also die okay. Firma hat bei Teenage Engineering nur das Design gekauft. Macht Teenage Engineering eigentlich nachher nur sowas, oder? Teenage Engineering macht eigentlich zum Großteil Audio-Interfaces und Ah, Audiogeräte. okay. Aha, okay. Die haben das quasi nur mal designt. Das ist gar quasi, als ob du eine Anfrage in einer Designfirma stellst.
Stimmt, genau so war das, ja. Ja, und Und zum Beispiel, es fängt ja dort schon an, wenn du die Firma hinter den Rabbit Air One rausfinden willst, das ist ja schon gar nicht. gar nicht einfach. Na, weil sie es natürlich nirgends Ja, hinschreiben. das sind die typischen USA-Impressum, da die müssen nichts angeben. Aber Rabbit Inc., Montana Avenue in Santa Monica, Kalifornien, ja, okay. Okay. Tja. Ja, bin aber gespannt. Von denen würde ich auf alle Fälle nichts mehr kaufen. Nein, das meine ich damit. Du hast jetzt quasi, du hast deinen Ruf eigentlich ruiniert für ein Gerät, was ja durchaus sagst, okay, es ist ja jetzt nicht, es ist ja mal ein Ansatz da. Was er theoretisch mal Potenzial gehabt hätte. Ja, ich meine, und selbst wenn es nur eine App geworden wäre in Zukunft, wäre es ja egal gewesen. Also ich sage, es würde mir nicht stören, wenn es zu diesen ganzen Large Language Models oder Large Action Models oder wie sie sich alle nennen, wenn es irgendeine Konkurrenz gibt, das schadet ja nicht, weil sonst haben wir ja wieder drei große, Ja. auf die wir alle angewiesen sein. Stimmt. Aber jetzt an, oder es ist gleich mit den Humane Pin, wo sagen muss, das war man. Das war halt no, das hat man irgendwie halt auch gleich gesehen. Okay, wie soll denn das funktionieren? Das haben wir übrigens sehr früh in der Ja, Sendung gehabt, das haben das wir Ding sehr, schon. sehr früh. Ja, wir sind sowieso immer früher als am Puls der Zeit. Genau. Ja. Also. Ja, sind beide. Beide Devices sind eigentlich gestorben, weil nicht langfristig geplant worden ist, was man daraus in Zukunft hätte machen können. Wenn man beide so quasi einmal auf den Markt gehauen hätte und gesagt hat, Leute, das sind jetzt Prototypen, ihr habt jetzt Development-Zugang und ihr könnt jetzt uns dabei unterstützen, die Sachen richtig geil zu machen. Das Das wäre der richtige wäre ein Ansatz. guter Das Ansatz. wäre Genau, der das richtige wäre es Ansatz gewesen. gewesen, ja. Ja, das wäre halt natürlich. Ja, das macht man nicht. Das ist nicht cool genug. Nein, das ist nicht cool genug, ja. Ja, ehrlich, wie sagt man, ehrlich wäre am längsten. Ja, und vor allem, wenn man das quasi nur so als Prototyp Dev Kit auf dem Markt hat, hat man halt natürlich nicht so eine großen Absatzzahlen, wie wenn man das Teil einfach ein paar Influencer zur Verfügung stellt und sagt, jetzt macht's Klar. geile Werbung für uns. Wir wollen jetzt Ist. kurzfristig einfach extrem viel Knödel verdienen. Ja, ist schon Ja. klar. Also ich verstehe das ganze Konzept dahinter, nur halt, ja. Es ist, ja. Aber bitte. Sie haben es jetzt mal schwarz auf weiß, dass es nicht hinkaut hat. Ja. Gut.